Moin, moin, ja, hier ist wieder euer Delphi mit einer weiteren Folge mit Landwirtschaft Simulator 2009. So, die letzten Folgen hatten wir ja Gras gemäht, wir waren mit der Ballenpresse unterwegs, wir haben die dann nachher die Ballen eingesammelt und anschließend haben wir, ich steige erstmal kurz aus, sonst ist es ja zu laut, haben wir ja mit dem Frontlader die Ballen auf den Förderband gelegt und haben dann ordentlich bisschen Kohle gemacht. Hat ja alles reibungslos geklappt. Das haben wir aber jetzt hinter uns gelassen. Heute werden wir mit unserem neuen Mähdrescher, den Fendt, heute Mais ernten. Wir können ja kurz mal in den Shop gehen. Da haben wir den Fendt 8350. Der Fendt 8350 bietet eine hohe Durchsatzleistung und liefert sehr sauberes Korn bei niedrigem Kraftbedarf. Ja, man sieht, er hat einen Korntank von 10.500 Litern. Ja, hat 350 PS gegen den Vorgänger. Der hatte bloß 9.000 Liter und 277 PS. Aber wir wollen jetzt hier durchstarten und wollen heute Mais ernten. So, dann werden wir mal erstmal hier wieder ausrichten. Und dann lassen wir den Helfer hier einfach mal fahren. Wir hoffen, dass der Bahn hier dann abfährt. Ja, da vorne sieht man zum Beispiel das Traktor. Ja, Hänger hinten dran gehabt. Der offene Unterband war es ja frei. Den haben sieht man ja hier hinter sich. Also, das Feld hier werden wir nicht haben. Aber muss man ja auch nicht. Aber wir wollen uns mal zeigen haben. Ich werde mal kurz zu unserem Trecker hier hüpfen. So, dann haben wir jetzt alles angedockt. Der müsste jetzt ja gleich voll sein. Ja, ist ein bisschen schwerfällig, aber man sieht, es funktioniert. Ja, jetzt wo man so dicht dran ist, hätte man locker mit Einhänger machen können. Aber ich wollte euch mal so gezeigt haben, dass es auch so funktioniert. Ja, wie viele Hänger man da hinten zusätzlich noch anhängen kann. Ja, das muss jeder selber ausprobieren. Ja, ich muss das mal hier weg. Was macht der jetzt? Jetzt nicht passieren, weil er die Baum jetzt hier wendet. Nicht, dass er jetzt sich wieder versucht zu drehen. Er hat sich ja gerade gedreht. Ja, manchmal spickt die Helfer, aber da
Gott sei Dank ist es ja hier kein Let's Play, sondern will euch bloß mal Eindrücke, euch ein paar Eindrücke zu vermitteln hier, wie das hier so ist. Und ja. Fährt jetzt weiter, ja, das klappt ja. Ja, man sieht, man kann hier keine engen Kurven fahren. Tja, man sieht, wie es im Hintergrund die Sonne aufgeht am frühen Morgen um 6:30. Tja, aber wir müssen jetzt schon wieder runter, weil unser Helfer mit seinem Mähdrescher schon wieder wartet. Er hat wieder einen Teil stehen gelassen, aber so einen Augenblick gibt es jetzt hier nicht. Nein, also. Ach, das sollte jetzt hier nicht passieren, dass ich hier durchfahre. Aber ist es nicht so schlimm. Man kann die Kurven noch nicht kaputt fahren, so wie bei den anderen Kurven. Aber man kann es beliebig einstellen. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir da an Geld bekommen. Ja, man sieht unten rechts, wir haben schon einen ordentlichen Betrag. Wir haben schon 2.267.900 €. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ich hoffe, dass wir jetzt mit dieser Fuhre so, denke ich mir, fast 2,5 Millionen, wenn nicht mehr. Man sieht trotzdem 10.000 Liter, was der Fendt Mähdrescher 83,50 reinbekommt, ist ruckzuck beim Mais schnell voll. Geschweige, wenn wir jetzt mit dem kleinen Mähdrescher fahren werden, wie lange das denn noch länger gedauert hätte. Wir werden mal sehen, dass wir heute hier vielleicht zwei Fuhren wegbekommen. Und ja, ich denke mir, damit auch die Folge nachher auch wieder fast vorbei sein. Man sieht, der Hänger ist jetzt fast drei Viertel voll. Man sieht ja unten, das ist fast 70%. Ja, da reicht dein Rüsselband nicht aus. Da ist ein bisschen zu kurz. Kann ja auch denn parallel jetzt hier fahren, weil der immer so schnell voll ist. Ja, man wird nicht zu eng um die Kurve fahren. Weil ansonsten hakt sie auf und verkeilt sich.
Oh, der fährt schon, der Rüssel schon wieder aus. Hat man ja nicht so richtig leer gemacht. Oh. Wenn man diese riesengroße Felge mit absehen, kann man hier richtig Kohle machen. Ja, der erste Hänger ist jetzt schon mal voll. Und jetzt werden wir den zweiten noch voll machen. Und dann werden wir ihn wegbringen. Okay, dann werden wir jetzt gleich wegbringen, wegen 3% werden wir jetzt hier nicht reißen. Also mal gespannt, wie viel wir heute bei den zwei Fuhren rausbekommen. So, jetzt haben wir 2.267.000. Locker ein bisschen über 100.000. Ja, der Mais ist gestiegen. Also für zwei Puhn etwa 200.000 Taler. Und man macht locker hier, man sieht, jetzt haben wir 2.261.241. Also so schnell kann man Kohle machen. Wir haben ja das Feld noch nicht mal die Hälfte abgeerntet. Also da steht schon wieder da oben. Wow, das war ein bisschen zu schnell. Boah, der ist schnell. Ja. Voll. So, wie man sieht hier, jetzt wird zwar da nach unten hin schmaler, aber wir haben jetzt noch gerade mal vielleicht ein Viertel geschafft von der Fläche. So, er ist jetzt später wieder unterwegs, macht seine Runden. Aussteigen, dann ist es ein bisschen ruhiger. Immer das eintönige Geräusch von den Traktoren oder Mähdrescher wird auf der Dauer auch ein bisschen lästig. Also man so, dann werden wir mal wieder einsteigen, weil er fährt schon wieder sein Rohr aus. Er wird nämlich schon gleich fertig sein. Und so ist es auch. Einmal bitte voll machen, Kollege. Man hat hier fast ein ganz schöner Volumen rein.
wieder voll sein. Oh, gleich angenehmer. So. Das kann jetzt schon wieder fertig sein. Ja, voll, nicht fertig, sondern voll sein. Ja, ah, ich hätte anders lang fahren sollen, aber naja. Aber wie gesagt, das ist noch nicht mal der größte Mähdrescher, also und auch noch nicht der größte Traktor. Also von der PS und Aussehen, ja, ist es schon der größte, aber wir haben ja noch den Black Fentiel noch. Also auf den freue ich mich schon am meisten, auf den schwarzen Fent. Ja, wir können ja mal kurz noch mal reinschauen. Ja, wo waren wir? Sind wir schon vorbei? Da ist er. Der Fendt 936 Vario. Den haben wir ja schon. Und hier unten sieht man den schwarz. Den Black Beauty Edition des Fendt 936 Vario macht sie garantiert zum Dorfgespräch der Insel. Aber den haben wir noch nicht. Aber bald. Ich hoffe, dass ich, sag mal, vielleicht nicht bei der nächsten Folge, sondern vielleicht bei der übernächsten Folge werde ich den vielleicht schon mal holen. Ja, bei der nächsten Folge habe ich so gedacht, dass wir vielleicht dann mit unserem Mähdrescher, der jetzt gerade Mais erntet, werden wir dann Gerste ernten und mit dem Traktor hier, was wir mit Mais wegfahren, gleich wegfahren und verkaufen. Und ja, und werden dann anschließend den großen schwarzen Trecker uns holen. Und weil wir wollen ja nämlich nicht diesmal Heu machen, Heuballen machen, wir wollen diesmal Strohballen machen. Also Strohballen pressen und die wieder einsammeln und wieder auf Förderband packen. Dann schauen wir mal, was da an Kohle rauskommt. Das ist so ungefähr die nächste Richtlinie, was ich mir so eigentlich also so vorgestellt habe, um euch zu zeigen. Ja, also es wird noch ein paar Sachen kommen, bevor wir dann, wenn der Neuner abgeschlossen ist, dann mit dem Ölbad durchstarten. Eins kann ich schon bei euch gleich verraten, ich habe schon die ersten Folgen von den 2011er schon aufgenommen, also ich arbeite mich schon ein bisschen vor, ja, dass ihr immer zum Wochenende immer was Neues rauskommt, ob das jetzt LS 9 oder 11 oder World of Warship oder andere Sachen, ja, kommt immer drauf an, was ich gerade im Peppo habe, was ich gerade aufgenommen habe. Ich nehme es ja nicht so auf, dass ich es euch gleich zeige. Ich nehme es nämlich so auf, um ein bisschen schon vorzuarbeiten. Und wenn ich jetzt auch wirklich da ich mal hinterher hänge, dann nehme ich immer andere Sachen, die ich jetzt schon drauf habe und werde die mit erstmal einbauen. Aber geht einfach auf die Playliste, da findet ihr komplette Übersicht, wo eigentlich mehrere Folgen sind. Da könnt ihr euch dann auch ein bisschen dran orientieren. Gebt einfach Team Delphi ein und schon ab geht das. Oh, der erste Hänger ist vorne schon wieder voll. Naja, gibt ja Ratze, Batze.
werden wir mal einmal schon gleich drehen. Ich denke mir, wenn der jetzt so normal steht, wird der Hänger hinten diesmal richtig voll werden. Und dann werden wir uns die nächsten 200.000 uns holen. Ja, dann haben wir schon fast den über 2,6 Millionen. Ja, ist schon eine Stange Geld. Also ich denke mir, wenn man nicht hier alles abernten würde, könnten wir locker hier so fast an 3, 4 Millionen machen. Über den Daumen gefeilt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht mehr oder weniger, aber die werden auf jeden Fall rauskommen. Aber da würde uns jetzt die Zeit jetzt hier so ein bisschen überschreiten. Also eigentlich wollte ich ja, wie gesagt, noch eine zweite Truhe wegbringen. Aber ich denke mir, wir werden, ich versuche noch gleich noch eine dritte Truhe wegzubringen. Jetzt sind wir jetzt gerade so mittendrin. Und wie ich sehe, haben wir vielleicht noch knapp 10 Minuten. Weil ich versuche mal so die Folge mit 30 Minuten. Mal klappt es, mal wieder nicht. Manchmal ist man so vertieft im Spiel, es wahnsinnig Spaß macht. Auch wenn es schon so ein altes Spiel ist. Oh, der ist ja schon voll. Ja, dann passiert nicht, dann wartet der und ja, dann kann man bis zum nächsten Weihnachten warten. So, oh. Ja. Ja, der springt wie so ein Gummiball. Also man merkt, der hat ihn ganz schön zu ziehen. So, und dann werden wir mal gleich abkippen und unser Konto, das Geld, das steigt und steigt. Ja, jetzt wo man dann schon fast am Ende ist mit der Technik kaufen, weil wir haben ja schon bald die besten Fahrzeuge. Ja, aber was soll man noch alles kaufen? Hey. Ja, war zu weit gefahren. Kein Problem. Der Mehrwäscher wird schon wieder warten, aber da muss er eben warten. Eins nach dem anderen. So, hat man schon, wie gesagt, über 1,6 Millionen. Ja, so viel Geld möchte man gerne haben, aber das bleibt bei vielen ein gewünschter Traum. Aber naja, entscheidend ist ja, dass man im Leben wirklich gesund. Ja, man muss mit das auskommen, was man hat. Also hat einer wirklich mal mehr und mehr, aber ob man denn nachher glücklich ist, bezweifle ich. Also naja, ich will jetzt nicht noch weiter eingehen. Wir werden jetzt mal sehen, dass wir noch jetzt die dritte Fuhre noch wegbringen, so dass wir vielleicht den 2,8 Millionen zusammenkriegen und dann werde ich damit dann auch die Folge dann beenden und freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir Gerste ernten und dann, was ich vorhin gesagt habe, ja, am liebsten möchte man ja gleich hinterherziehen, aber ich bekomme gleich noch Besuch und ja, das habe ich jetzt hier so schnell mal nebenbei reingehauen. Ich war jetzt eine halbe Stunde, so ungefähr eine Stunde vorhin gekommen. Ja, ich muss mir aber noch zurecht machen, duschen, dann passt es schon. Ja, dann mal schon mal runterfahren, der fährt schon wieder so aus, wie war immer eine Bahn. Dann sind schon 10.000 Liter. Voll. Da steht das schon wieder. Ja, er wird sich wahrscheinlich nachher da wieder am Baum sich aufhängen. Aber naja, da müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen helfen.
auch noch. Ja, es werden demnächst noch andere Projekte auch rauskommen, aber ob ich die drei hintereinander gleich rausnehmen kann, weil es haben sich viele sich das gewünscht, aber um das alles zu machen, das sind einfach zu viel Leute. Würde ich gerne machen. Ich versuche mein Bestes, aber dann kann ich sie nicht jetzt hier jede Woche immer was rausbringen. Dann müsst ihr mal leider Gottes Namen mal ein bisschen warten, weil ich jetzt natürlich hier bei den LS9er jetzt hier gerade in Gange bin. Und ja, manche wollen wir den Pilger und so weiter machen. Also, ups, war einfach zu früh gebremst. Ja, so sieht das aus, meine Freunde. Ja, was ich dann auf jeden Fall so ein bisschen nachtraue, ist hier Spiel Ocean. Hätte ich gerne weiter gespielt, aber was ist es nicht. Schade, sag ich mal wieder. Dass der jetzt nun nach China gegangen ist, naja, hat nichts. Dafür habe ich ja, wie gesagt, noch andere Sachen, Projekte rausgesucht, die so weit ähneln. Ja, und lasst euch überraschen, was ich denn so vielleicht rausbringe. Ob ich jetzt dieses Jahr noch, weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Dieses Jahr wollte ich eigentlich den LS9er noch also rausbringen, komplett und damit abschließen, so dass ich dann nächstes Jahr mit den Ölver anfange. Mal zwischendurch fällt mal noch Warship rausbringen. Ja, ich hatte noch in der Hinterhand habe ich noch zwar noch nebenbei zu laufen hier Amulet Warfare. Habe ich schon einen Teil aufgenommen, aber die habe ich bloß noch nicht rausgebracht. Ja, Phil haben gesagt, warum machst du denn die World of Tanks oder World of Tank Blitz und wie sie alle heißen. Panda und Warp Plans da. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ich versuche mein Bestes und ich werde mal gleich. Ach, jetzt bin ich zu weit gehüpft. Genau, das passiert jetzt. Und mit Mais ernten die Folge abschließen.
Aber jetzt, egal ob ich jetzt überziehe oder nicht. So, der erste müsste jetzt gleich voll sein, jawohl. So, dann kommen wir jetzt den Rest noch rein. Also irgendwie blitzt hier nicht so richtig hell werden. Ja, ich habe die Zeit auch runtergeschraubt. So ganz normal. Also normale Zeitablauf. So. Na komm, dann mach mal schnell deinen Behälter voll und dann wollen wir nämlich schnell wegbringen. Und dann mindestens 2,8 Millionen auf unserem Konto haben, Kollege. Können wir gleich in die Richtung zum Hafen fahren wieder. Und bingo. Dann mal wieder 60.200 Liter geladen. Eigentlich mal, das sind dann 60 Tonnen. Und ein bisschen natürlich. Aber dann dürfte er normalerweise gar nicht auf der Straße fahren. Weil die sind eigentlich für nur für 40 Tonnen zugelassen. 45 Tonnen, ja, da muss man eine Sondergenehmigung haben. Ja. Das läuft jetzt schon wieder mehr unter Schwertransport, aber ansonsten sind die Straßen für 40 Tonnen für Normalverkehr. So, mal sehen. Ja, 2,8 Millionen bekommen wir zusammen. Also ich denke, wenn das ganze Feld abgeerntet ist, könnte man locker so fast 3-4 Millionen zusammenkriegen. Ja. So, dann werde ich mit dieser Ansicht diese Folge heute beenden. Ich hoffe, dass es euch wieder Spaß gemacht hat beim Maisernten mit unserem neuen Mähdrescher. Und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder da reinschaut bei Delphi oder in den anderen Projekten. Ja, hiermit werde ich dann schon mal sagen, ciao, ciao. Haut rein, euer Delphi, bleibt gesund.